Freitag, der 27. Oktober. Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer, zum großen Wochenende hier bei uns im Elbe-Kanal. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zahlreiche Themen haben wir für Sie. Natürlich ein verlängertes Wochenende. Umso umfangreicher die heutige Sendung mit folgenden Themen. Einweihung. ThyssenKrupp eröffnet neue Produktionshalle. Senioren-WG. SWB schafft neue Wohnräume. Und Medium der Woche. Gewinnen Sie das Spiel Gran Turismo. Bevor wir mit unseren heutigen Themen beginnen, sehr geehrte Zuschauer, möchten wir an dieser Stelle natürlich auch noch darauf hinweisen, dass am kommenden Wochenende, genau gesagt in der Nacht von Samstag zu Sonntag, die Uhren wieder umgestellt werden. Das Ganze eine Stunde zurück. Somit können wir dann eine Stunde länger schlafen, sehr geehrte Zuschauer. Das ist doch auch was Feines. Also nicht vergessen, Sonntag dann die Uhren neu stellen, wenn sie denn nicht von alleine sich selber stellen. Wir beginnen mit unserem ersten Beitrag. Das Unternehmen ThyssenKrupp hier in Schönebeck ist einer der größten Arbeitgeber der Stadt und konnte jüngst eine neue Fertigungshalle einweihen. Gerade mal im Frühjahr begonnen mit den Arbeiten, war sie nun ihrer Bestimmung fertig zur Übergabe. Wir waren natürlich mit der Kamera dabei. ThyssenKrupp, einer der weltweit führenden Werkstoff- und Komponentenzulieferer der Automobilindustrie, feierte am Mittwoch, den 25. Oktober 2017, die Eröffnung ihres neuen Lenkungswerkes in Schönebeck. Mit rund 1.900 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den größten Arbeitgebern in Sachsen-Anhalt. Weltweit beschäftigen sie um die 8.000 Mitarbeiter auf 4 Kontinenten in 11 Ländern an 16 Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Mit der Werkserweiterung entstehen im Produktionsraum Schönebeck 65 neue Arbeitsplätze. Die Modernisierung und Digitalisierung der Produktionsinfrastruktur schafft neue Wettbewerbsvorteile. Dies ist auch für die Stadt Schönebeck selbst ein großer Akt. Ja, als Oberbürgermeister der Stadt freue ich mich natürlich sehr, dass hier eine weitere Investition am Standort vorgenommen wurde. Im ersten Schritt waren das jetzt 10 Millionen Euro für die Halle. Das bedeutet für uns, dass der größte Arbeitgeber hier in der Region weiter sicher am Standort bleibt. Investitionen heißt Zukunft hier am Standort, heißt Vertrauen in den Standort. Ja, und das ist für uns und für die Arbeitnehmer, die hier in Lohn und Brot sind, glaube ich, die allerwichtigste Zusage zum Standort Schönebeck. Engineering, tomorrow, together. Diese drei Worte beschreiben die Philosophie der ThyssenKrupp. Von der Herstellung von Lenkwellen und Lenksäulen, die Fertigung von Bauteilen aus Massivformung bis zu vollständigen mechanischen, hydraulischen und elektrischen Lenksystemen. Derzeit entwickelt das Unternehmen aufgrund mehrerer Großaufträge zukunftsweisende Lenkungstechnologien für autonom fahrende Fahrzeuge. Mit der Erweiterung einer neuen Produktionshalle für Lenkungskomponenten wurden nun also weitere Voraussetzungen geschaffen. Somit fand also am Mittwoch die große Einweihungsfeier statt, mit zahlreichen Gästen, unter anderem auch Klaus Räder, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt und Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt sowie dem Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Das Neubauprojekt wurde vom Land Sachsen-Anhalt mit rund 1,5 Millionen Euro unterstützt und mit einer Gesamtinvestition von 10 Millionen Euro umgesetzt. Dies ist sowohl für die Region als auch die Firma eine große Sache. Ja, so eine Investition oder Konjunkturprogramme sind natürlich auch immer Aufträge, potenzielle Aufträge für Unternehmer, für Unternehmen hier vor Ort. Das heißt, durch solche Investitionen werden natürlich auch andere Firmen, Unternehmen bedacht, wenn sie dann in die Auftragsvergabe mitkommen. Und das ist hier vor Ort bei der Investition auch zum Teil so geschehen. Auch das ist natürlich eine Potenzierung quasi des Volumens dieser Investition hier vor Ort, sodass möglichst viele profitieren. Auch das können wir beobachten, hat in den letzten Jahren zugenommen, auf Protagonisten vor Ort zurückzugreifen und die Netzwerke, die hier sich entwickelt haben und bestehen, zu nutzen. Auf jeden Fall sind nun neue Weichen für die Zukunft gestellt worden, die ThyssenKrupp nun auch effektiv nutzen kann.
Ebenfalls seit vielen Jahren in Schönebeck ansässig und für Schönebeck aktiv ist die Städtische Wohnungsbau GmbH. Insbesondere für die älteren Bürgerinnen und Bürger schafft die Städtische Wohnungsbau GmbH ganz viele Einrichtungen bzw. wunderbare Möglichkeiten. Sei es der Erlebnisgarten, aber auch die Seniorenwohngemeinschaften erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit und sind auch notwendig. Schönebeck ist um eine Wohngemeinschaft gewachsen. Am vergangenen Donnerstag, den 26. Oktober 2017, versammelte sich die Städtische Wohnungsbaugesellschaft sowie weitere Mitwirkende in der Garbsener Straße. Grund dazu war die offizielle Eröffnung der neuen Wohngemeinschaft. Zwar müssen noch ein paar Kleinigkeiten fertiggestellt werden, unter anderem der Einbau der Gemeinschaftsküche, aber dem Einzug der neuen Mieter steht nichts mehr im Wege. Also die Baukosten für die Herrichtung dieser Etage waren so ca. 120.000 Euro, die investiert wurden durch uns. Es sind 6 Wohneinheiten und ein Gemeinschaftsraum mit Pflegebad, Küche und Gemeinschaftsfluren entstanden. Die Räumlichkeiten an sich, die Wohneinheiten sind immer dann ausgestattet mit einem Bad, mit einem separaten, einem Wohn- und Schlafraum. Und kann da individuell auch genutzt werden. Der Bau hat gedauert ca. 4 Monate. Verzögerungen gab es nur bedingt, weil es einfach, weil der Bauantrag dann verspätet eingegangen ist. Aber keine Verzögerung beim Bauen direkt. Eine Human-WG gibt es bereits, die sehr gut aufgenommen wurde. Nun entstand aufgrund der hohen Nachfrage für ein Zimmer in der Wohngemeinschaft eine zweite dieser Art. Was genau das ist und vor allem für wen dieses Konzept gedacht ist, erklärt Seniorenbeauftragte Melanie Rupp. Also der Hintergrund zur Schaffung der zweiten Human-WG in diesem Haus ist, dass unsere erste Human-WG ausgebucht ist. Die Caritas betreut ja die Human-WG in der ersten Etage. Jetzt haben wir hier unten im Erdgeschoss nochmal 6 Wohneinheiten geschaffen. Und um weitere Einzüge natürlich vornehmen zu können und weitere Menschen betreuen zu können. Betreut werden kann jeder in seiner letzten Lebensphase. Es ist nicht gebunden an einer zeitlichen Begrenzung. Also die letzte Lebensphase kann Jahre dauern. Ja, also das ist jetzt keine zeitliche Begrenzung. Es ist auch so, wer möchte, wer nicht mehr allein sein möchte im Alter oder einfach betreut werden möchte, zu wissen, dass jemand da ist, dass jemand einen mit begleitet und hilft, unterstützt, kann sich gerne an die Caritas wenden und kann hier Räumlichkeiten beziehen, eine Wohnung beziehen und dann in Gemeinschaft leben. Aber natürlich auch die Betreuung von der Caritas, Palliativpatienten, und da ist es natürlich auch nicht altersabhängig, wer möchte. Mit der ruhigen Lage der WG und einem tollen Ausblick in die Natur sowie großen hellen Räumen mit humanen Mietpreisen sind ideale Voraussetzungen gegeben, die letzte Lebensphase dort zu genießen. Also die Caritas haben wir ja schon als Kooperationspartner aus der Human-WG 1 und in der ersten Etage. Aus dem Grund ist da auch gleichzeitig ist die Caritas ein Pflegedienst, eine Sozialstation hier in Schönebeck, an uns herangetreten und hat um weitere Räumlichkeiten gebeten, die wir jetzt hiermit errichtet haben. Und die Caritas ist halt hier 24 Stunden vor Ort als Pflegedienst, um die Unterstützung und Betreuung der Bewohner zu gewährleisten. Zur feierlichen Eröffnung besichtigten auch der Oberbürgermeister sowie der Pfarrer der Stadt Schönebeck die neuen Räumlichkeiten. Mit der symbolischen Übergabe des Schlüssels der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft wurde die Wohnung feierlich eingeweiht. Also derzeitig sind keine weiteren WGs geplant. Wir sind natürlich immer offen für alles. Jetzt haben wir erstmal das zu Ende gebracht und sind froh in diesem Jahr. Wir haben am 20.10., also vergangenen Freitag, einen Schautag hier in den Räumlichkeiten gehabt. Und dieser Schautag wurde sehr rege genutzt. Und auch viele haben sich die Räumlichkeiten angeguckt und derzeit ist noch eine Wohnung zu haben. Noch gibt es ein freies Zimmer in der neuen Human-WG in der Garbsener Straße. Wenn auch Sie Interesse daran haben, ist Seniorenbeauftragte Melanie Rupp von der SWB Ihr Ansprechpartner.
Eine wunderschöne Sache, die Seniorenwohngemeinschaft der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie möchten mehr erfahren? Dann rufen Sie doch einfach an bei der Städtischen Wohnungsbau GmbH oder hier bei uns. Wir geben Ihnen gerne die Nummer, sehr geehrte Zuschauer. Weiter geht es mit den Kurznachrichten. Autofahrer sollten aufpassen, denn die Bahnhofstraße wird gesperrt. Wann und wie lange erfahren Sie jetzt unter anderem in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Nachdem die Elbaumbrücke am 23.10.2017 für ein paar Tage gesperrt wurde, wurde die Sperrung im Laufe des Freitages komplett aufgehoben. Dadurch sollte es zu keiner Fahrbehinderung mehr kommen. Wegen einer Baumfällung und Baumschnittarbeiten kommt es vom 2. bis 3. November dieses Jahres im Bereich der Bahnhofstraße 1 zu einer Vollsperrung des Straßenverkehrs. Es wird um Beachtung gebeten. Der Kreisverband Schönebeck feierte am Donnerstag das 100-jährige Jubiläum seiner Dachorganisation Sozialverband Deutschland. Die stellvertretende Oberbürgermeisterin Gisela Schröder gratulierte dazu dem ersten Vorsitzenden des Orts- und Kreisverbandes Herbert Bohlmann. Wegen eines durch den deutschen Wetterdienst vorhergesagten Sturmes muss das Tannenwäldchen in Bad Salzelben ab sofort bis zum kommenden Mittwoch, den 1. November, aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Es wird um Beachtung gebeten. Am Mittwoch, dem 1. November 2017, wird die Fraktion FDP Rettet die Altstadt im Stadtrat Schönebeck die nächste öffentliche Bürgerfragestunde in den Räumlichkeiten des Unterhaltungsverbandes Elbaue im Grundweg 83 ab 17 Uhr durchführen. Einwohner unserer Stadt können sich hierbei gerne mit Hinweisen und Fragen an unsere Fraktion wenden. Eine Anmeldung zur Sprechzeit ist nicht nötig. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es noch bis zum 24. November zu einer Sperrung des Verkehrs in der Böttcherstraße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden von der Hausnummer 9 bis 18 vorgenommen. Grund hierfür sind Arbeiten an Trinkwasser- und Gasleitungen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Sie möchten wissen, ob Sie das Medium der Woche gewonnen haben oder möchten wissen, was denn am kommenden Wochenende alles so für Veranstaltungen sind, dann sollten Sie dranbleiben, denn gleich nach der Werbung geht es unter anderem mit diesen Themen weiter. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Die gemütliche Jahreszeit beginnt und auch bei uns gibt es weiterhin Leckeres zum Schlemmen. Ob frische Weißwurst, Schweizer Wickelbraten oder hausgemachte Salate und jetzt wieder da Heringssalat. Entdecken auch Sie unsere umfangreiche Theke. Genießen Sie auch unsere küchenfertigen Produkte wie Frikassee, Gulaschsuppe, Soljanka und jetzt wieder da Grünkohl. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei bringt man, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen.
Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Müssen Sie von Ihrer Arbeitskraft leben? Dann brauchen Sie für den Fall der Berufsunfähigkeit eine finanzielle Absicherung. Die Hukoborg-Versicherung bietet Ihnen die für Sie passende Lösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit mir, ich berate Sie gern. Keiner macht mich mehr an als mein Almigurt. Weil er die leckerste Nachricht des Tages ist. Besonders fruchtig und aus bester Allgäuer Milch. Almigurt von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Nach 30 Jahren die ultimative Revanche zwischen Brösel und Holgi. Porsche gegen Red Porsche Killer. Werner, das Rennen 2018. Brösel gegen Holgi, natürlich in Hartenholm. Doch wie die Wurst nahm. Karten gibt's auf werner2018.de. Das wird eine geile Party, Leute. Music Monster FM. Unbegrenzt Musik wünschen. Über Music Monster FM automatisch in Webradios mitschneiden, downloaden und als MP3 behalten. Auf PC, Tablet und Smartphone. Millionen Titel im Music Monster Suchindex. www.musicmonster.fm. Jetzt online anmelden. Keiner macht mich mehr an als mein Obstgarten. Weil er zum Abheben locker und leicht ist. Besonders lecker. Mit sonnengereiftem Obst. Obstgarten von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit und die aktuellen Neuheiten von Formano, Willeroy und Boch, Hutschenreuter und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuter sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie, kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht.
Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Lose Wurst, hell-dunkel, 100 Gramm zu 40 Cent. Hauseigene Wiener Würstchen, 100 Gramm zu 64 Cent. Schnitzelfleisch, 100 Gramm zu 59 Cent. Frische Schmorwurst, 100 Gramm zu 70 Cent. Und Bauchfleisch mit Knochen, 100 Gramm zu 45 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung, sehr geehrte Zuschauer. Das Regionalmagazin am Freitag, dem 27. Oktober. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Unser nächster Beitrag entführt uns nach Barby, denn dort konnte jüngst die AWO ganz besondere Boote zu Wasser lassen. Vorher wurden sie noch bunt bemalt. Wer dabei war und wer denn ganz viel Spaß hatte, sehen Sie jetzt. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Mit diesem Motto lässt sich das Vorhaben der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Salzland e.V. beschreiben. In einer bundesweiten Ausschreibung des Bundesministeriums für Landwirtschaft erhielt die Einrichtung die Zusage für das Projekt Integrationsboote, welches sich mit der Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum beschäftigt. Kinder und Jugendliche sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland hatten die Möglichkeit, Schlauchboote individuell und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Gemeinsam mit den Betreuern sollte neben der Arbeit an den Booten auch ein Kennenlernen der Kinder und Jugendlichen untereinander stattfinden. Schon am ersten Tag waren alle Kinder mit großer Freude und Begeisterung dabei. Ja, das hat mir gut gefallen. So, das hat mir Spaß gemacht, neue Leute zu kennenlernen. Das ist ein gutes Location hier. Das hat mir sehr Spaß gemacht und ich möchte wieder hierher kommen und neue Leute zu kennenlernen. Ja, ich denke, alle kommen zu hier und froh sein und so. Weil hier macht es Spaß für Kinder, für Erwachsene. Alle sind hier, welcher Land ist egal, aber alle sind zusammen. Ja, ich habe durch das Projekt andere Kinder kennengelernt, von der Barbie, Schönebeck. Am zweiten Projekttag sollten die gestalteten Boote dann zu Wasser gelassen werden. Dazu traf man sich im Seepark in Barbie, um gemeinsam mit interessierten Besuchern und einem bunten Programm dieses Projekt zu einem gelungenen Ende zu bringen. Rund 250 Besucher sind der Einladung gefolgt. Bei bestem Wetter konnten die Boote zu Wasser gelassen und die ersten Rallyes veranstaltet werden. Auch abseits des Wassers hatte der AWO-Kreisverband für Spaß und Unterhaltung gesorgt. Für die Verantwortlichen ein rundum gelungener Tag.
Also für uns ist es eine absolut gelungene Veranstaltung. Nicht nur das Wetter hat mitgespielt, sondern die Stimmung war auch einwandfrei. Ich glaube, es hat allen viel, viel Spaß gemacht, die heute hier waren. Und das ist für uns schon ein super Erlebnis, dass so viele Menschen Freude gefunden haben, mit uns gemeinsam hier im Seepark dabei zu sein, wenn wir unsere Boote zu Wasser lassen. Ich würde an der Stelle ganz gerne noch denen danken wollen, die uns unterstützt haben. Natürlich als erstes diejenigen, die das Geld gegeben haben. Das ist das Bundesministerium für Landwirtschaft. Und dann die Stadt Barby, die uns hier ganz hervorragend unterstützt hat, sowohl mit der Nutzung des Seeparks als auch mit anderen Dingen, die wir benötigt haben, die uns unkompliziert zur Verfügung gestellt wurden. Dann möchte ich mich bei der Freiwilligen Feuerwehr aus Barby bedanken, die uns heute mit dem Boot begleitet haben. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die geschult hat unsere Kinder und Jugendlichen, wie man sich auf dem Wasser verhält und wie man sich bei Notfällen verhält. Und natürlich bei all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dabei waren und hier einen ganz, ganz tollen Job auch in den letzten 2 Wochen geleistet haben, um das ganze Fest heute hier auf gute Beine zu stellen. Ja, und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Also auch an alle, die ich vielleicht vergessen habe, mein ganz herzliches Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr weitermachen können. Interessierte Verbände, Vereine oder Institutionen können sich die gestalteten 8er-Mannschaftsboote nach vorheriger Anmeldung im Teenclub Barby auch gerne ausleihen. Sehr geehrte Zuschauer, das große Jubiläumsjahr Luther 500 neigt sich dem Ende, aber das mit einem großen Finale. Denn das große Reformationsfest findet statt und zwar an diesem Wochenende. Mehr Informationen dazu natürlich jetzt hier bei uns im Elbe-Kanal. Wittenberg ist Ausgangspunkt der Reformation. Hier schlug Martin Luther am 31.10.1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche. Am 31. Oktober diesen Jahres erinnert die Lutherstadt Wittenberg an den Thesenanschlag, mit dem Martin Luther die Reformation in Gang setzte. Festgottesdienste, Konzerte und historisches Markttreiben stehen beim Reformationsfest auf dem Programm. Auf dem Marktplatz, in Straßen und auf Altstadthöfen sorgen ein Historienspektakel mit Gauklern und Musikern, historischem Handwerk, Markttreiben sowie Aufführungen historischer Musik- und Theatergruppen für Unterhaltung. Lassen Sie sich einladen und erleben Sie das unvergleichliche Flair. Ein Event, was definitiv einen Besuch wert ist, sehr geehrte Zuschauer. Es sollte also passen, auch wenn es stürmt und vielleicht ein bisschen regnet, einfach den Regenschirm einpacken und auf zum großen Jubiläumsfest. Wir machen weiter mit glücklichen Gewinnern, denn diese möchten wir jetzt küren. Unser Medium der Woche Gewinnspiel haben wir ausgelost und die Namen, die Sie jetzt unten eingeblendet sehen, das sind die Gewinner. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ihr Gewinn wartet bei uns hier in der Bahnhofstraße 5 auf Sie, um abgeholt zu werden. Und auch schon ein neues Medium der Woche steht in den Startlöchern. Es ist Herbst-Winterzeit und somit wieder erneut ein Spiel für die PlayStation 4. Hier also ein paar Einblicke. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Willkommen zur Zukunft des Motorsports. Das Rennsporterlebnis ist zurück. Gran Turismo Sport verschafft Ihnen Zugang zu den schnellsten, meistbegehrten Rennmaschinen der Welt und lässt Sie einen Geschwindigkeitsrausch ohne Grenzen erleben. Ob alleine, mit Freunden oder in offiziellen Online-Rennwettbewerben, Spaß ist hier ein Garant. Verdienen Sie sich fahrerischen Ruhm, indem Sie als Repräsentant Ihres Heimatlandes oder Ihres Lieblingsautoherstellers gegen andere Fahrer antreten. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben.
Gran Turismo Sport, ein PlayStation 4 Spiel. Sie können es gewinnen, das Ganze in der kommenden Woche. Einfach am Mittwoch das Regionalmagazin einschalten, denn erst am Mittwoch gibt es eine neue Ausgabe. Am Montag sehen Sie dann noch einmal die Sendung vom heutigen Freitag. Wir machen Brückentag, doch am Mittwoch sind wir dann mit neuen Themen und dem Gewinnspiel für Sie da. Also dann auf jeden Fall einschalten und mitmachen, sehr geehrte Zuschauer. Wir kommen zu einer wunderschönen Reise mit der AIDA Mar. Sie wissen nicht, was genau das ist oder wie groß und wie breit das Schiff ist? Dann sollten Sie jetzt gut zuschauen, denn das Busreiseunternehmen Schur hier aus Schönebeck entführt Sie gern dorthin. Leinen los mit AIDA zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen. Genießen Sie mit uns eine traumhafte Kreuzfahrt mit Wellness vom Feinsten, kulinarischen Höhepunkten, fantastischem Entertainment und vollkommener Erholung. Ob perfekte Entspannung oder aktive Erholung, Familienferien oder Entdeckerurlaub, Ihr Zuhause auf See eröffnet Ihnen grenzenlose Vielfalt. Sie werden AIDA lieben. Willkommen bei AIDA. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord unserer wunderschönen Schiffe mit erstklassigem Service zu verwöhnen. Wir kümmern uns um alles, damit Sie Ihren Urlaub genießen können. Fantasie ist unser Lieblingsrezept. Genießen Sie in unseren Buffet-Restaurants Köstlichkeiten aus den besten Küchen der Welt. Vom Frühstück bis zum späten Abend tafeln Sie nach Ihren Vorlieben, ohne Tischordnung und feste Zeiten. Unsere Spitzenköche holen für Sie den Himmel auf das Meer. Anspruchsvolle Genießer können sich in unseren Gourmet-Tempeln verwöhnen lassen. Das ist Hochgenuss auf Sterneniveau. Sollte eine Schiffsreise nicht ganz so Ihr Interesse geweckt haben, dann sind es vielleicht die Veranstaltungshinweise, die wir jetzt für Sie vorbereitet haben. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 3. November, alle Interessierten zum nächsten Rundgang Gradierwerk am Abend ein. Die Besichtigung beginnt um 19 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine Voranmeldung im Kunsthof oder telefonisch unter 03928 70 55 55 gebeten. Das soziokulturelle Zentrum Treff lädt am Sonnabend, den 11. November um 17 Uhr zu einer Ausstellung ein. Unter dem Namen Leidenschaft der Farben sind alle Interessierten recht herzlich in die Wilhelm-Helge-Straße 3 eingeladen. Last but not least natürlich heute am Freitag der Blick auf das Wetter der kommenden Tage. So wird es. Regenschirm sollte mit dabei sein. Also jetzt gut zuschauen, wann welches Wetter kommt. Wir zeigen es Ihnen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Zum Start des Wochenendes begrüßen wir Sie auch wieder recht herzlich zur Wettervorschau für die Tage Samstag bis Montag. Der Samstag kommt uns bedeckt entgegen mit Höchsttemperaturen um die 12 Grad. Die Sonne zeigt sich leider nicht. Das Niederschlagsrisiko beträgt 90%, weshalb es zu mehreren Schauern kommen kann. Der Sonntag wird nicht wärmer, doch dafür begrüßt uns die Sonne volle 7 Stunden lang mit Temperaturen von 11 bis 6 Grad. Das Niederschlagsrisiko liegt immer noch bei 90%, weshalb Sie auch heute den Regenschirm besser in der Tasche haben sollten. Am Montag wird es kühl mit 9 Grad, doch dafür lässt sich auch heute die Sonne wieder blicken. Es kann jedoch weiterhin zu vereinzelten Schauern kommen. Und passen Sie auf beim Spazierengehen. Es sind Sturmwarnungen für die kommenden Tage angesagt.
Mit diesen Aussichten verabschieden wir Sie nun in ein angenehmes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Bevor ich mich heute von Ihnen verabschiede, sehr geehrte Zuschauer, möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Und zwar für 19 Jahre treue Zuschauerschaft. Sie haben uns 19 Jahre lang geschaut, denn am kommenden Sonntag, dem 29. Oktober, feiert der Elbe-Kanal seinen 19. Geburtstag. Ja, sehr geehrte Zuschauer, so viele Jahre gibt es uns nun schon und Sie waren definitiv ein Teil davon, wo ich mich noch einmal an dieser Stelle recht herzlich bedanken möchte. Inwieweit wir dann auch in der kommenden Woche noch einmal zurückblicken auf 19 Jahre, das bleibt abzuwarten. Ich darf Sie auf jeden Fall jetzt schon einmal einladen, auch in der kommenden Woche wieder einzuschalten. Bis dahin ein schönes verlängertes Wochenende. Denken Sie dran, Montag ist bei uns Brückentag. Erst am Mittwoch gibt es eine neue Sendung. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.